Manu Elsen. Morgen. Wie geht's dir? Wie geht's mir dir? Mir geht's auch sehr gut. Sieht ziemlich bezaubernd aus. Dankeschön. Nein, bitte nicht. Wie ist der Sommer im Pott? Erzähl mal, was hast du gemacht in den letzten Wochen? Der Sommer im Pott war sehr heiß. Fast unerträglich heiß. Und waren lange Nächte. Wir waren oft draußen, wir sind nicht so oft Party machen gegangen. Wir waren oft draußen, einfach so in irgendwelchen Cafés wie hier im Hafen. Und ansonsten viel am Album gearbeitet. Also entweder wir waren, wie gesagt, in Cafés oder wir waren halt im Studio. Okay, darauf kommen wir auch jetzt zu sprechen. Dein neues Album, Embiid 2010, wurde einige Wochen nach hinten verschoben. Wie kommt es? Wann wird es erstmal genau released und wie kam es denn dazu, dass du es noch ein bisschen weiter nach hinten verschoben hast? Also zuerst sollte es am 27.08. released werden. Aber da ich es mit Deadlines nicht so habe, so, haben wir das dann jetzt um einen Monat verschoben. Und zwar auf den 24.09. So. Und wir sind nicht ganz fertig geworden, so, weil wir haben die erste Version von Embilal haben wir so als fertig erklärt und haben dann angefangen, die Promowelle zu fahren. Und da habe ich gemerkt, so, wie viele Leute eigentlich auf dieses Album warten. Und dann saß ich so da mit dem Julian und habe mir gedacht, ey, okay, warte mal, so, vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen. Und dann haben wir angefangen, noch neue Songs zu machen, dann sind wir nicht ganz fertig geworden, dann ist die Deadline zum Arsch gegangen und dann mussten wir das halt verschieben, weil ich wollte dann unbedingt noch zwei, drei neue Dinger machen, um das Album irgendwie noch runterzukriegen. Weil du kannst ja ein Album nicht fertig machen, du kannst es nur für fertig erklären. Okay. Weißt du, was ich meine? Also du hast den Druck quasi gespürt und was können wir denn letztendlich von Embilal 2010 erwarten? Guck mal, Embilal 2010 ist ein Album, wie soll ich dir das sagen? Ich will jetzt nicht sagen, das, was jeder sagt, so, ja, das ist so persönlich geworden und das ist so, wie soll ich das sagen? Wir haben wirklich zwei Jahre lang intensive Selbsttherapie gefahren, so, weißt du? Sowohl Judy als auch ich und in diesem Album steckt so viel Seele jeder Song ist einfach so gar nicht berechnet so entstanden, sondern einfach nur so. Wir haben, ich sag so, jeder Song ist das, was wir gedacht haben, was endlich mal gesagt werden muss oder gemacht werden muss. Weißt du? So sind wir an das Album reingegangen. Und wie gesagt, die Themen da drauf sind halt sehr viel autobiografisch, aber auch politisch, sehr politisch. Und aber wir haben trotzdem so verpackt, dass es irgendwie diesen 2010 futuristic Flavor hat, so, weißt du? Also wir haben sehr darauf geachtet, dass die Produktionen richtig fresh sind, dass jeder Song durchproduziert ist. Wir haben sehr aufs Detail geachtet und ich glaube, es ist so eins der rundesten Dinger, so, die ich je gemacht habe, vielleicht sogar machen werde, weißt du? Weil die Zeit, wo das entstanden ist, einfach auch sehr bewegend war mit allen möglichen Schwachsinn, so, weißt du, deswegen. Und wie lange hast du letztendlich dran gearbeitet, also wenn du es zusammenfasst, wie lange hast du dran gesessen? So, wenn ich vom ersten Song, von der ersten Songidee für Embilal ausgehe, dann bestimmt zwei Jahre. Ja. Ich spreche mal kurz über deine Features. Nach welchen Kriterien suchst du deine Feature-Gäste aus? Sind das irgendwie Business-Moves oder sagst du, hey, das ist ein Freundschaftsdienst? Ja, nach welchen Kriterien wählst du die aus? Und warum ist Ticino eigentlich nicht als Feature-Gäste? Ticino? Mhm. Okay, was soll ich dir erstmal antworten? Nach welchen Kriterien du die Feature auswählst? Die Feature habe ich so Guck mal, ich habe einen Song gemacht, der heißt Generation Kanak. Ja? So, da spreche ich so über den Zwist zwischen den Deutschen und den Ausländern. Weißt du, warum die Deutschen die Ausländer vielleicht nicht mögen, so, weißt du? Ich habe das aus beider Sicht erzählt, weil ich auch beide Seiten in mir habe, so, weißt du? Ich bin Ausländer, nur mit Ausländern groß geworden, habe aber eine urdeutsche Familie, so, weißt du? Deswegen, ich kann mich in beide Seiten gut reindenken und ich wollte einfach einen Rapper haben, der so diese ausländische Kultur perfekt widerspiegelt, so, weißt du? Und für mich war Haftbefehl im Auge durch seinen Akzent, auch wie er redet, so, weißt du, und seine Themen, die er behandelt und sein Swagger, den er hat, so konnte ich mir einfach keinen besseren vorstellen, als dass er das macht, so, weißt du? Und danach gehe ich die Features aus. Also auch bei deinen anderen Features? Bei den anderen auch. Ich hab zum Beispiel einen Song gemacht, der heißt Dein Ex, weißt du, ich meine, wo ein Typ
ein Mädchen kennenlernt und das Mädchen hat sagt, hey, guck mal, so, wenn man extra was rauskriegt, dass ich einen neuen Freund habe, so, dann gibt es auf jeden Fall Stress, der ist voller Durchdreher. So, dann konnte ich mir einfach keinen besseren vorstellen, so als Farid Bang. So, weißt du, der dann halt sagt, guck mal, ich bin und dein Ex ist ein Bastard. Ja, so, ja. Weißt du, ich meine? Okay. So. Und ich geh die Songs halt danach. Danach gehe ich dran. Was das Beste für das Album ist, für den Song ist. Ja, unter Business Move habe ich jetzt verstanden nach dem Motto, okay, ich muss jetzt den holen und den holen, weil dann bringt es mir was, weil der ist gerade heiß. So, okay. Weißt du? Aber der ist es überhaupt nicht. Ich würde zum Beispiel auch die Banger Boys featuren, wenn es der Song verlangt. Weißt du, ja, wie ich meine? So, egal was irgendwer sagt, wenn ich das so denke, dass da müssen jetzt die Banger Boys drauf, dann würde ich das machen. Okay. Weißt du? Aber so, auf dem Album. Und Dicino, warum ist der nicht? Ja, Dicino, der ist halt so, der ist halt anderweitig beschäftigt. Der treibt halt immer noch diverse Gelder ein. Für irgendwelche skurrilen Organisationen. Nein, immer Spaß. So ja, genau, nein, Spaß. Dicino ist, der ist ein bisschen ruhiger geworden, der trainiert viel, der, bei dem hat sich auch privat was geändert im Positiven und ich bin mir sicher, dass so die alte Brigade, so Snagger, Pillard, wie auch Dicino, bestimmt eines Tages wieder zusammenkommen werden und ein bisschen durchdrehen werden. Aber jetzt im Moment hat jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Mhm. Ganz nebenbei bist du ja auch momentan im Kino zu sehen mit dem Film Bis aufs Blut. Wie kam es erstmal zu dem Kinoprojekt und wie war es, das erste Mal vor der Kamera zu stehen? Was war das für eine Erfahrung? Der hat mich ganz behindert so bei MySpace angeschrieben, hat gesagt, ey, guck mal, ich habe deine Videos gesehen, so, du kannst gut acten, ich habe da sowas vor, so einen Film. Und ich kann dich mir vorstellen, so, dass du eine Rolle drin hast. Ich so, ja, klar und so, ja, machen wir. Kann ich dich vielleicht mal anrufen? Ich so, ja, okay. Hat er erstmal Management angerufen. Und dann kam ein Manager zu mir und meinte, ey, hat gerade so eine Filmproduktionsfirma angerufen. So, das scheint so ein bisschen serious zu sein und so. Und dann habe ich mit ihm telefoniert und dann hat er mir erzählt, halt, dass die halt so ein Filmprojekt waren, Bis aufs Blut. So ein Jugenddrama. Und da meinte er so, ey, so, guck mal, ich komme vorbei. Wir machen Casting bei dir und so. Ich guck mal, wie du vor der Kamera rüberkommst. Dann ist er zu Judy ins Studio gekommen mit dem ganzen Set.